Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. Es sieht hier alles sehr dreckig aus, ist aber gar nicht so schlimm und tragisch. Wir legen direkt los und machen weiter, weil wir haben nur noch 7 Folgen bis zum Zeitraffer. Und da muss jetzt einiges passieren. So, wir machen jetzt mit Schwarz-Weiß weiter. Und da lege ich auch einfach mal ganz schnell los. So, ich werde mir die Leinwand natürlich immer wieder drehen müssen. Das Bild ist jetzt getrocknet. Ich habe mal 10 Minuten Pause gemacht und habe mir auch mal das Wasser aus der Kühltruhe geholt. So, und jetzt geht es hier Step by Step weiter. Wir brauchen nicht so ganz gerade malen, weil wir ja später das Ganze noch abkleben werden. Das mache ich natürlich zwischen den Folgen, um euch damit nicht zu nerven, weil es auch super zeitaufwendig wird. Ich werde da bestimmt eine Stunde für brauchen. Und dann machen wir den Hintergrund natürlich mit Lack. Der wird gesprayt. So, hier machen wir leichte Fadings rein. Ihr seht ja, wo die Sonne ist, ne? Ich will nur die Fadings trotzdem, wenn möglich, bis zum Ende durchziehen hier. Dass sie zwar nur noch schwach vorhanden sind, aber vorhanden sind. Ne, also ruhig auch bis hier hinten drüber. So ungefähr. Dann können wir nämlich neues Schwarz nehmen und hier wieder komplett mit Black andocken. Mal gerade gucken, dass ich eine glattere Spitze habe. Manchmal ist es auch ganz cool, wenn man nicht so viel erkennt. Es lässt auch ein bisschen Spielraum fürs Gehirn übrig, um sich Sachen noch dazu zu denken. Es ist ja alles technisch richtig aufgebaut, wie man sieht. So, füllen wir das erstmal aus hier. Und ich habe euch ja auch versprochen, ein bisschen mehr Gas zu geben. Also in dieser Folge wird man schon weitaus mehr sehen. Vor allem, weil wir hier nicht mehr aus bunten Farben zusammenmixen müssen. Ist jetzt alles schwarz-weiß erstmal. Der Planet wird dann wieder bunt. Ich liebe diesen Mix echt. Hier hebt sich das natürlich etwas ab, weil wir quasi von den Spitzen immer wieder mit hell reingehen. Somit können wir die unterschiedlichen Dinger hier quasi beleuchten und trennen. So, und schon sind wir beim nächsten. Ich muss ja immer aufpassen, dass ich mir hier nicht alles, weil das Blei schmiert halt. Ich habe halt extra den rechten Handschuh jetzt gewechselt zwischen den Aufnahmen, dass ich mir hier nicht direkt wieder alles vollsaue. Aber je mehr wir auch vollgemalt haben, desto weniger können wir uns das Bild noch versauen.
Tut mir leid, dass in der letzten Folge nicht so viel passiert ist. Es gibt halt Arbeitsschritte, die dauern lange. Es gibt Arbeitsschritte, die gehen ganz schnell. Hier haben wir so eine leichte Biegung drin. Ich muss gleich mal gucken, was ich mir noch so von euch an Fragen notiert habe. Hier den machen wir mal ein bisschen heller außen. Einfach um noch stärker abzuheben. Schön gerade die Kante natürlich, ne? So, und dann ausfaden. So haben wir da schon eine gute Vielfältigkeit drin. Ich mache das Fading auch hier rechts noch mal ein bisschen heller. Einfach, dass sich zukünftige Sachen wieder abheben. Sieht man jetzt kaum. Wird sich aber lohnen. Ich sehe es schon, im Nass glänzt es etwas gräulicher. So, und wo wir gerade dabei sind, machen wir auch gerade hier quasi den oberen Part fertig. Für die geraden Außenkanten sorgen wir später. Ich bin ja hier auch noch mit dem dickeren Pinsel unterwegs gerade. Wow, was habe ich mir denn da jetzt an Weiß alles geholt? Einmal reingetupft, hier direkt so ein halbes Kilo Weiß am Start. So, ich muss mal auf den dünneren Pinsel ausweichen. So geht das auch ganz gut. Der ist jetzt noch schön wässrig, damit konnte ich jetzt das Fading nochmal super cool drüber legen. Und dann machen wir auch direkt den nächsten fertig. Ja, schön die Gelegenheit nutzen, um zu cutten. Boah, der ist aber echt noch sehr wässrig. Kann man nicht immer gebrauchen. Manchmal ist es ein cooles Feature, manchmal nicht. So, dann brauchen wir minimal schwarz.
um auch an dieser Stelle wieder eine Abgrenzung zu schaffen. So, das Schwarz wieder runternehmen. Das ist jetzt noch zu viel, dann nimmt man sich einfach wieder Weiß dazu. Alles gar kein Problem. Nur nicht verzweifeln. Je aufwendiger die Bilder, desto eher neigt man dazu, tatsächlich mal zu verzweifeln. So, und so haben wir ein ganz leichtes Fading nur drin. Das ziehe ich noch ein bisschen raus. So, auch hier können wir gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Weiß mit reinkriegen. Ist noch alles schön nass. Auch wenn wir schnell fertig werden müssen, ich nehme trotzdem entsprechend Zeit für jeden Arbeitsschritt. Es muss sein, ich will euch keine Scheiße abliefern, ja? So. Und so können wir auch schon wieder das nächste Ding machen. Bei 3Ds fahre ich halt auf mega gerade Kanten einfach ab. Ist halt immer so eine Konzentrationssache auch. Am besten nicht atmen, gar nichts. So, das können wir nochmal gerade drehen. Und dann cutten wir uns hier, wo wir Bock haben, die Linie wieder zu. So, dann nehmen wir was mehr Weiß, verteilen das hier ein bisschen. So, dann ein bisschen Schwarz dazu. Um einfach hier auch wieder ein Graufading aufzubauen. Wir haben so viel Weiß hier liegen, dass es gerade problemlos machbar ist. Kann man dann super ausfaden und auch wieder aufhellen, wenn man wieder zurückkommt mit der Farbe. So, hier das Fading hat mir noch nicht ganz gefallen. So, jetzt ist das auch besser. Hier muss ich auch gucken, nehme ich mir noch mal ein bisschen was von dem Weiß hier weg. Dann werden wir hier noch mal eine Nummer heller. Das ist ja tatsächlich auch eine helle Kante. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie lange haben wir denn gebraucht jetzt? Wann habe ich angefangen? 57? Ja, Viertelstunde. Ja, ich denke mal, in so einem Tempo kommen wir gut voran. So, eine Stelle hier gefällt mir noch nicht. War hier. Dann nutze ich das jetzt, dass das schon getrocknet ist. So. Dann füllen wir erstmal hier den schwarzen Part aus.
ich mal gucken, da kann ich den direkt auch ausfüllen. So, ich guck mal gerade, was haben wir denn noch aufgeschrieben? Was macht für mich einen professionellen Sprüher aus? Einen professionellen Sprüher, also einen legalen professionellen Sprüher macht für mich aus Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, gutes Einschätzungsvermögen. Also man muss Styles aufwende und Charakter aufwende, zeittechnisch und materialtechnisch, planungstechnisch, Flächenmanagement, muss man alles gut beherrschen. Sonst kann man da selber schnell zu Schaden kommen. Wenn man jetzt für eine Riesenwand nur ganz wenig Geld nimmt und das reicht nachher nicht mal für die Farben, aber man hat das unterschrieben oder vertraglich festgemacht. Da kann man sich selber ganz schön weh mit tun. Wenn der Auftraggeber dann sagt, nö, haben wir so unterschrieben, ich gebe dir kein Geld mehr für Farben, dann hast du nachher nichts verdient und hast nur Ärger. Dann natürlich das Können, ne, das Umsetzungsvermögen. Das muss auf jeden Fall stimmen. Wenn unsere Crew Aufträge malt, dann wissen wir untereinander schon, wer was kann. Weil wir das halt schon so oft zusammen gemacht haben, da ist die Aufgabenverteilung auch sehr leicht. Also wir brauchen nur zu einem Auftrag gehen und jeder weiß schon, was er zu tun hat. Jeder sieht seine Aufgaben selber direkt. Und da ist es auch teilweise so, dass wir während dem kompletten Auftrag alle gar nicht miteinander reden. Weil einfach alles klar ist, was zu tun ist. Jeder konzentriert sich auf seinen Kram und gut ist, ne? So. Ich lege hier nur gerade, wo ich dabei bin, eh mal gerade ein paar Stellen mit Schwarz vor. Kann man ja schon mal machen. Ich hoffe, ich hänge nicht mit dem Kopf im Bild. Extra die Cappy wieder andersrum angezogen. Dann lege ich mir jetzt die Stellen, die nach unten zeigen, schon mal schwarz vor. Die werden dann später abgecuttet mit den anderen Farben. Ist jetzt auch für den Pinsel gar nicht mehr so einfach. Ich habe auch noch runde, dünnere Pinsel hier. Bin nur gerade zu faul, mir die einfach rauszuholen. Ich denke mal, oh, geht schon. Dort kriegen wir hin. Und es geht ja auch irgendwie. So, Dille. Das wäre jetzt so eine normale Folgenlänge. Habe ich nämlich jetzt so vom Bauchgefühl her so ein Gefühl ab zu moderieren, aber das brauchen wir noch nicht. So, dann lege ich mir die auch mal direkt vor, wenn ich schon dabei bin. Kann man eigentlich hier an der Stelle auch echt ganz cool machen. Ist auch gut, dass das Schwarz, was ich habe, und das ist keine Ironie, sehr dünnflüssig ist. So, hier fülle ich direkt alle schon mal. Und gehe dann gleich mit einem meiner vielen Trick 17s durch.
So, das bedeutet einfach ein bisschen Weiß drauf nehmen. Und reingehen an den Spitzen. Nichts anderes, als wir auch an der anderen Seite gemacht haben. Die Sonne ist übrigens immer noch nicht getrocknet. Ich eben mal getestet, so patsch mit dem Finger drauf. Und festgestellt, braucht noch was. So, das reicht auch. So, dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. So, und dann machen wir, wenn wir schon mal dabei sind, die Hellen gerade auch noch fertig an der Stelle. Auch hier selbe Spiel wie eben. Was macht für mich sonst noch einen professionellen Auftragsmaler aus? Keine Ahnung, auf jeden Fall Ehrlichkeit zum Kunden. Auch wenn die Ehrlichkeit manchmal schlecht für einen selber ist, dem Kunden einfach zu sagen, an der Stelle macht es keinen Sinn. Pflanzen Sie sich lieber eine Hecke, da wird demnächst sowieso wieder reingemalt. Wenn Sie sich eine Hecke an die Wand pflanzen, wird das nicht passieren. Gerade so Stellen, wo eine Bahn dran vorbeifährt oder so, kommen ja dann auch oft Leute zu einem, die halt ein massives Graffiti-Problem haben und wollen mit Graffiti gegen Graffiti vorgehen. Da muss man die Leute dann auch manchmal informieren und sagen, hier, ich habe die Vermutung, die Befürchtung, dass das bei Ihnen hier keinen Sinn macht. Das macht auch einen professionellen Auftragsmaler aus. Auch wenn es im eigenen Sinne dann erstmal geschäftsschädigend ist. Aber es gibt einfach Ecken, da kriegst du illegale Graffitis nicht gestoppt. Ist halt so. In vielen Fällen klappt das, aber es ihr wisst es ja selber. Gerade wenn da jetzt jemand illegal auch so das Ultra-Moped draufgelegt hat, der wird sich revanchieren. Weil viele illegale Maler haben einfach nicht dieses Verständnis dafür. Ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Ist ja alles cool und so. Ist halt einfach so. Und das muss man wissen und das muss man abschätzen können. Dann ist es gut, dem Kunden das zu sagen. Und der Kunde sagt das weiter und solche Empfehlungen sind immer gut. Ja? Oder auch wenn man Kostenersparnisse sieht. Dass man sagt, hier, lass uns das doch so und so machen. Wir machen den Background mit Streiche. Das sieht nicht ganz so krass cool aus. Kann man aber schön auch mit Wolken oder was weiß ich noch mit der Kanne drüber gehen. Aber sie sparen dabei so und so viel Prozent Kosten. Ja, oder so und so viel Euro Kosten bei der und der Fläche. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Also man sollte schon auf dem Schirm haben, wie viel Eimer Farbe brauche ich für was. Und so weiter. So, hier kommt der Pfeil wieder aus dem Boden raus. Den nehme ich einfach auch mal mit. Also typisch Seig-mäßig. Ich arbeite immer da, wo ich gerade Bock habe. Springe so ein bisschen durchs Bild. Kriegt vielleicht der ein oder andere Zuschauer eine Krise bei.
aber so bin ich nun mal. So, und natürlich, was auch wichtig ist, bei einem legalen Auftragsmaler, Zeitaufwand abschätzen können. Habe ich ja eben schon mal angesprochen. Aber es gibt zum Beispiel, oft ist das bei Diskotheken oder so, da gibt es eine Deadline. Ja, das Bild muss dann und dann fertig sein. Was ist in der Zeit zu schaffen? Ne, das muss man auch super abschätzen können, sonst bekommt man da Probleme. Weil nichts ist peinlicher, einen Auftrag anzunehmen, der eine Deadline hat, um den nicht fertig zu kriegen. Oder dann so Rumgematsche zu machen, weil einfach die Zeit fehlt. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Und man wird dann auch nicht weiterempfohlen. Man muss dem Auftraggeber stets das Gefühl geben, dass eine totale Entspannung bei der Sache herrscht, ja? Dass man auch während dem Malen Zeit hat, um auch mit dem Auftraggeber auch ein bisschen zu reden. Selbst, wir hatten ja auch mal das Thema in einem Let's Paint, ne, Leute, die einen ansprechen, dass man denen sagt, hier, sorry, ich kann gerade nicht, ich habe keine Zeit. Für den Auftraggeber muss immer Zeit sein, ja. Wenn der Auftraggeber kommt, so, dann wird die Dose hingestellt und dann wird gefragt, sind Sie zufrieden? Das ist wie bei einem guten Restaurant, ja. Das muss man einfach, Kunde ist König, ja. Also bitte habt das auf dem Schirm. Ich mache hier gerade auch nochmal schwarz rein. Eventuell, und das kommt auch ab und zu vor, hat der Kunde auch Änderungswünsche, während du malst. Und ja, dann steht der heute neben dir, guckt ein bisschen verdruckst, morgen guckt er noch ein bisschen verdruckster und dann auf einmal am dritten Tag äußert er dann, ja, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber ich hätte das gerne doch lieber so und so, ich weiß, das war nicht abgesprochen. Sprecht den Auftraggeber stets drauf an. Sind Sie zufrieden? Haben Sie noch andere Ideen? Sollen wir noch was ändern? Weil so erfahrt ihr das früher, ja, und da ist nur jedem mitgeholfen. Und im Grunde geht es darum, den Auftraggeber glücklich zu machen. Ja, so ist es in jeder Firma, egal was für eine Firma. Es geht immer darum, den Kunden zufriedenzustellen. Und sprecht mit den Leuten. Ja, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als mit den Menschen zu reden. Sonst erfahrt ihr nicht, was die Leute denken. Und manchmal trauen die Leute sich nicht, sind aber am Ende unzufrieden. Und das stellt sich dann nachher heraus, wenn das Ding fertig ist oder so. Und dann seid ihr am Ende auch nicht unzufrieden, wenn ihr wisst, der Auftraggeber ist es auch nicht. Ja, und das sorgt allgemein für miese Stimmung. Und guckt also, dass ihr für euren Auftraggeber stets ansprechbar seid. Sprecht ihn selber an. Ne, dieses Beispiel mit dem Restaurant. Sind Sie zufrieden? Kann ich noch was anderes für Sie tun? Ist da noch was... was wir vielleicht ändern sollen, was ihnen nicht so gefällt, wie am Anfang gedacht oder ähnliches. Oder wenn man mal, sagen wir jetzt einfach mal, man malt das Haus von jemandem, ja, oder eine Garagenwand oder so. Und man weiß, derjenige ist auch zu Hause, der guckt drin Fernsehen oder sonst was. Und ihr habt gerade einen Charakter fertig oder ihr habt gerade einen schönen Moment in dem Bild, ja. Dann holt den ruhig mal raus und zeigt ihm das. Und sagt, hier, schauen Sie mal, das entwickelt sich gerade. Das ist eine Stelle, wo ich dachte, gucken Sie mal, vielleicht können Sie ja zur Erinnerung für sich auch ein Foto machen, etc. Und ja, macht das. Hat mir noch nie geschadet, sowas. Hier beim Trocknen sehe ich, dass manche Fading-Stellen mir dann doch nicht so gefallen. Ne, auch das, kein Abbruch, neu machen. Bisschen drüber faden, gar kein Thema. Immer gechillt bleiben. Und das auch gerade bei Aufträgen. Ist ganz wichtig. Wenn man selber beruhigt ist, ist der Auftraggeber in der Regel auch beruhigt. Weil er weiß, es läuft hier alles. Ich habe hier einen Profi am Werk. Und ich schreibe mir gerade mal hier, das ist übrigens, ne, hier stehen alle Folgen drauf und so, hier wann die online gehen, so, ob ich alles erledigt habe, alle Arbeitsschritte, damit ich einfach abhaken kann, wenn ich zwischendrin mal aufhöre, genau weiß,
was im Schnitt passiert ist, wo ich mit was an welcher Stelle bin. Und hier schreibe ich mir jetzt mal das Folgenthema drauf. Boah, ich hasse das. Das geht hier manchmal nicht so gut. Aufträge wird diese Folge heißen, die jetzt auch schon eine halbe Stunde lang ist. Aber egal. So, und tatsächlich muss ich auch sagen, gab es bei mir noch nie einen Auftrag, wo der Auftraggeber unzufrieden war. Es gab allerhöchstens Aufträge, wo ich unzufrieden war. Was aber auch nicht unbedingt schlimme Gründe waren, weswegen es dazu kam. Es waren teilweise einfach Bilder, die mir vom Motiv her nicht gefallen haben oder so. Wo einen der ganze Auftrag dann schon ankotzt, was man sich natürlich nicht anmerken lassen darf. Ne? Man macht das gerne. Man muss sich auch damit identifizieren in dem Moment. Ja, weil ihr müsst das Ding ja so gut wie möglich hinkriegen. Und in solchen Momenten, wenn ihr sowas malt, wie ich habe jetzt zum Beispiel den nächsten Auftrag, also was heißt demnächst, den hätte ich schon längst, liegt im Moment an mir, weil ich im Moment andere Sachen auf meinen Prios habe, kann ich den noch nicht angehen. Da muss ich ein Fachwerkhaus aus einem Haus machen, ja, optisch, und ich muss einen Geißbock reinmalen. In den Geißbock noch nicht mal so in echt so eine Ziege oder so, sondern halt einfach so logomäßig FC Köln, ne? Und ich bin jetzt nicht so der Fußballfanatiker. Nichts gegen Köln oder irgendeine Mannschaft, aber so Fußballlogos male ich super ungern. Aber auch da muss ich mir auch selber einreden, hier, du machst das jetzt, du erweiterst damit deinen Horizont, du hast noch nie ein Köln-Logo gemalt, jetzt machst du das auch mal. Und somit kann man dann auch Freund mit dem werden, was man da tun muss. Und das geht schon klar. Also ich habe auch schon in einer Agentur gearbeitet und habe irgendwelche Hefte designt für irgendeine Kirchengemeinschaft. Da waren Themen drin, da gehst du kacken, ja? Da gehst du sowas von kacken. Aber man kann sich das irgendwie alles spannend reden, ja? Und auch einfach versuchen, das macht auch manchmal Spaß, sich einfach den Film der Auftraggeber dann auch in dem Moment zu fahren. Und das ist eigentlich auch ganz lustig. So, ich wechsle wieder den Pinsel. Und Leute, nimmt's mir nicht übel, aber ich muss gerade mal echt mal einen Schluck trinken. Es ist halt übelst heiß. Boah, schön eiskaltes Wasser. Leitungswasser, beste. Muss man nicht von rülpsen und so, ne? Ich schneide ja nicht. Und ich habe ja keine Lust, euch hier, ne, voll zu rülpsen. Oh, was habe ich denn hier am Stisso? Was ist denn los mit dieser Pinsel? Mal ein bisschen ausweißen. Also ich nehme ja immer Wicke Weiß drauf. Tupfe den im Handtuch aus. So, und somit sieht das Ganze auch schon ein bisschen Moped-mäßiger aus. Der soll ja nur ein ganz leichtes Fade bekommen. Hier ist eine Borste, die raussteht, die muss ich mir gerade mal abreißen. So, und jetzt faden wir das hier lang aus. So, der Rest, das wird ja alles gecuttet, ne? Das ist ja ein Planet hier, wo das Ganze drauf liegt. Da werde ich auch hingehen und werde das erstmal mit Schwarz, glaube ich, füllen und dann
mit helleren Farben reinarbeiten. Werden wir alles noch sehen. So. Abmoderation gibt es immer noch nicht, weil wir haben noch viel zu wenig geschafft für diese Folge. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich fange jetzt das erste Mal an, mir tatsächliche Zwischenfarben zu mischen. Aus Weiß und Schwarz, so Grautöne. Weil die brauchen wir jetzt. Größte Teil vom 3D wird ein Schattenbereich. So, jetzt habe ich mir einen Ton gemischt. Versuche den jetzt noch ein bisschen einheitlicher zu mischen. So. Ich hoffe, der trocknet mir jetzt nicht zu schnell aus. So, und dann füllen wir jetzt hier mal. Fangen wir mal mit dem hier an. Ich bin hier immer noch mit dem dicken Pinsel gerade unterwegs. Müsste ich eigentlich mit dem dünnen machen. Aber der verliert mir echt zu schnell Borsten heute. Der hat halt echt keinen Bock auf mich, der dünne Pinsel. Deswegen nutze ich bei den halbwegs größeren Flächen jetzt doch noch den anderen. So, dann nehmen wir hier ein bisschen Schwarz mit rein. Wie Abraham sagen würde, weil es gesund ist. So, nass lässt sich das ja super faden, ihr wisst. Ich muss nur gucken, dass ich das nachher bei einer richtig schönen Beleuchtung für euch abfilme, damit ihr überhaupt rafft, was ich hier meine. Achso, jetzt können wir hier natürlich, jetzt müssen wir tatsächlich wieder auf den dünneren Pinsel gehen. Erstmal, weil wir cutten ja. Also machen wir jetzt erstmal Stellen fertig, die im Cut-Bereich liegen. Noch zu nass der Pinsel. Da brauche ich gerade mehr Farbe, weniger Wasser. So, und auch ein bisschen Schwarz wieder dazu. Ich hoffe, ich hänge euch nicht im Bild, Leute. Gerade hier Farbe runterwischen, es ist zu viel Wasser dabei gewesen. So ist schon besser. Aber ihr seht, ne, manchmal lässt sich das nicht so gut faden, wenn zu viel Wasser dabei ist. So, jetzt haben wir es schon mal ein bisschen besser. Wenn ich jetzt mit dem Weiß reingehe, müsste man auch einen Unterschied sehen. Immer schön die Farbe wieder wegnehmen. So, und von der Gegenseite nochmal.
So, und so reicht das eigentlich auch. So. Ist krass, der Pinsel hat nur noch 10 Borsten, so als kleiner Zwischenstand. Jetzt nehme ich mir mal was von dem eben angemischten Grau. Für so ein Zwischenstück hier. Und die Borsten, die hier so seitlich rausschießen, mich gerade total abnerven. Die beseitigen wir, also diese Linien beseitigen wir einfach durch hier nochmal ein Fade. So. Okay. Dann machen wir noch mal gerade ein paar andere helle Stellen. Hier, das Ding bekommt sehr viel Weiß, klar, zeigt ja nach oben. So, wir haben jetzt schon 40 Minuten Folgenlänge, Leute. Aber drauf hier schissen. So, jetzt, damit sich das auch nochmal gelohnt hat, nehme ich jetzt nochmal das angemischte Grau. Und dann fahren wir hier auch nochmal alles ab. So krass, wie mir hier reihenweise die Farbe wegtrocknet. Ja, und wie ich in der letzten Folge schon sagte, bin ich heute Abend mal bei einem Auftrag von Decent und Sechser. Und werde da auch mal eine Kamera mitnehmen und vielleicht so ein bisschen Trash-mäßig was filmen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, die Jungs wieder mal zu sehen. Ist immer super lustig mit denen. Wobei man auch dazu sagen muss, Decent ist eine Zicke, Sechser ist eine Zicke und ich bin auch eine Zicke. Und wenn wir zusammen malen, ist das immer ultra lustig, weil wir uns dann teilweise so anzicken, dass wir uns irgendwann selber nur noch drüber kaputt lachen können. Krass, die Sonne ist immer noch nicht ganz getrocknet. Die hat ja jetzt schon quasi 2 Stunden auf dem Buckel. So, den cutte ich gleich durch den nächsten Buchstaben. So, dann ziehen wir hier noch ein bisschen durch und dann mache ich gleich mal eine Folgenpause. Hau meine Wasserflasche leer und leg direkt mal eine neue ins Eisfach. Ich muss immer gucken, dass es mir auch irgendwie gefällt von den Linien her. Die Skizze ist ja nur die Skizze in Anführungsstrichen. Ja, auch dass gewisse Parallelen da sind, hier so zum Beispiel, ne, da muss man immer ein Auge drauf haben. Nicht nur beim Skizzieren, auch gerade beim Ausmalen. Krass. Wo ist denn die Farbe, die ich mir gemischt habe? Echt krass, wie schnell die weg ist. Und
Ein Thema kann ich aber noch ansprechen. Mal gucken, was haben wir noch. Was ich zukünftig mit Graffiti erreichen möchte. Gute Frage. Im Grunde habe ich schon vieles erreicht, was ich damit erreichen wollte. Ich male Aufträge. Das war früher eins meiner größten Ziele. Also ich verdiene Geld mit Graffiti. Dann wollte ich Graffiti an die nächste Generation weitergeben. Ich denke mal, da bin ich mit YouTube auch auf einem guten Weg durch die Tutorials und so weiter. Und was will ich noch erreichen? Also im Grunde war es das schon, nur es gibt noch so ein paar Ideen in meinem Kopf oder so kleine Wünsche. Ich würde vielleicht ganz gerne irgendwann mal einen Dosenladen aufmachen mit Online-Shop und T-Shirt-Verkauf, selbstgemachte T-Shirts und so weiter. Ob ich das machen werde, weiß ich nicht. Das weiß nur der Zukunftszeig. Aber das ist auf jeden Fall ein kleiner Traum, der noch so in mir schlummert. Wobei ich auch sagen muss, ich habe einen super Job. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich beruflich tue. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Ausgleich. Weil ich habe schon in verschiedenen Agenturen auch gemerkt, wenn man sich zu doll mit einigen grafischen Sachen beschäftigt, geht die Liebe zur Kunst auch verloren. Und das wäre tödlich, so, ne? Weil man einfach übersättigt ist, ja? Und Kommentare zu vermeiden, wie, was machst du denn beruflich? Also ich werde euch nicht sagen, wo ich arbeite, aber ich kann euch sagen, dass es eine Riesenfirma ist mit über 2000 Mitarbeitern. Und ich bin zuständig für den Bereich Web, ja, also Internet, Internetseiten. Und Multimedia, also zum Beispiel Filme drehe ich dort viel. Und das ist sehr abwechslungsreich. Das macht super viel Spaß. Klar, es gibt immer Sachen, die hasse, glaube ich, bei jedem Job, die man nicht so viel Spaß machen. Aber im Grunde macht das ganze Ding schon sehr, sehr viel Fun. Und das würde ich auch gern weitermachen. Zumindest noch eine lange, lange Zeit. So viel dazu, ja? So, ich sehe gerade noch eine Kleinigkeit, die ich geändert haben möchte. Ich nehme ein bisschen Schwarz dazu. Boah, alter Schwede, ey, was sind das für Folgenlängen? Hier tue ich ein bisschen Schwarz reinfaden, damit sich das gleich absetzt. An beiden Seiten mache ich das. So. Hier kommt auch ein bisschen Schwarz rein. Hatte ich ja gesagt, damit sich das auch hier absetzt. Ich glaube, ein paar feine Details werde ich nachher tatsächlich mit dem Zahnstocher noch reinmachen. Und diese eine Fruchtfliege, die hier am Start ist, die nutzt anscheinend dieses Wasser, wo ich die Pinsel drin habe, total als Badeparadies. Naja, Fruchtfliege muss man sein, dann ist das Leben nur halb so schlimm.
Da springst du in jede Gülle rein, weil ich meine, das Wasser ist jetzt hier von den Farben komplett schwarz, ja. Aber so eine Fruchtfliege, die denkt sich, lecker. Also in meinem nächsten Leben wäre ich gern so eine Fruchtfliege. Danach, nee, Pinguin ist scheiße. Es gibt danach bestimmt kein Eis mehr. Mich ärgert das gerade. Ich muss mir hier mal neue Farbe anmixen. Hilft alles nix. Gucken, dass ich den Farbton treffe. Glück gehabt, getroffen. Das Problem bei dem Pinsel hier ist, die Borsten haben auch keinen Eigendruck mehr. Ja, ist alles so wischiwaschi-mäßig. Ist also wieder ein ganz anderes Malverhalten. So, aber diesen Buchstaben hier, den ziehen wir noch gerade mal durch. Wenn so kleine Lücken frei bleiben, ne? Die machen wir nachher alles mit schwarzen Fadings zu. Das Ganze nenne ich immer 3D veredeln, ist aber so ein Eigenbegriff, den ich dem Ganzen gegeben habe. Also ist jetzt nicht so ein Wort wie Fat Cap, was jeder versteht. Nee, ich glaube, das mit dem Veredeln verstehe nur ich und ihr jetzt. Aber sagt das nicht zu irgendwem, die gucken euch alle an wie Bahnhof. Ich sammle übrigens im Hintergrund schon ganz viel Aufnahmen für die Folge 100, die soll lustig werden. Wenn ihr lustige Ideen habt für die Folge 100, des Tutorials jetzt, ne? Also die Folge Let's Paint 100, die steht schon, da weiß ich genau, was ich vorhab. Aber fürs Tutorial, die Tutorial 100, die soll natürlich richtig krass werden, weil das soll die krasseste Folge auf dem Channel werden. Und dementsprechend will ich da auch Interessantes, Lustiges, alles Mögliche drin haben. Und da bin ich auch wieder mal ein bisschen so mit auf eure Hilfe angewiesen, weil ihr habt eigentlich immer die coolsten Ideen. Also lasst mich wissen, was man da Cooles machen kann. Ich feiere das teilweise, was ihr da so in die Kommentare schreibt. Erinnert ihr euch noch an das Unterwasserbild mit der Fliege? Waren auch ein paar lustige Kommentare dabei. Ich weiß es gar nicht, ob auf Facebook oder auf YouTube. Aber ich weiß noch, ich habe schön gelacht zwischendurch. So Leute, jetzt ist die Fruchtfliege voll am Start. Mache ich noch weiter? Ach komm, machen wir eine 1-Stunden-Folge. Dann haben wir nur noch ein paar Minuten, die wir hier klappen müssen. Und eine Stunde Let's Paint am Start. So, ich mache jetzt die helle Seite. Ich nehme natürlich erst die Sachen, die drunter liegen. Dabei will ich eigentlich dieses Teil hier malen, ne? Aber man muss erstmal das, was dahinter liegt, malen, sonst ist man nachher blöd am Cutten wie so ein Esel. So, Farbe wieder runter vom Pinsel. Ich
Und ich muss ja auch fertig werden, Leute, weil ich will ja gleich zum Decent und zum Sechser. Was heißt gleich? Ein paar Stunden erst. Vorher muss der Seik auch nochmal unter die Dusche. So, das setzt sich auf jeden Fall schon mal ab. Dann machen wir das hier nochmal mit Schwarz. Hier wird es ganz spannend. Ich mache mir ja nur quasi so Ansätze, ne? Der Part hier wird später gemalt. So, das reicht. Quasi nach außen hin reicht das. Jetzt müssen wir bei hier ein krasses Fading hinbekommen. Weil diese Seite ist hell. Bisschen dunkler, weil sie ja unter dem Ding hier liegt. Aber hier muss jetzt direkt ein Fading stattfinden. Auf einem ganz kurzen Bereich. Dann holen wir so was hell dazu. Weil ganz so dunkel muss es nicht sein. So. Und hier faden wir aus. Jo. So, damit bin ich erstmal zufrieden. So, jetzt entschuldige ich nochmal. Ich muss nochmal echt gerade kurz ein Schlückchen trinken. Boah, Hitze, ich sage es euch. So, und dann machen wir noch schnell dieses Ding hier fertig. Ja, so langsam verschmiert man auch immer weniger. Fängt langsam an, Spaß zu machen hier. Da wir hier ein bisschen dunkler sein müssen, hier an der Stelle zu dem nächsten Ding, nutze ich gerade das Schwarz vom Pinsel nochmal an dieser Stelle. Reibt mir das schön in die Leinwand. So. Und jetzt nehmen wir nur noch Weiß dazu. Und es tut mir leid, ich muss die Leinwand halt oft drehen, aber es geht nicht anders. Und ich kann euch auch nicht sagen, ob wir jetzt hier jede Folge so überziehen. Ich muss nur gucken, dass wir auf jeden Fall mit den Folgen, die wir haben, hinkommen. Und das sind ja nicht viele. Es kann aber auch sein, dass ich so gut jetzt vorarbeite, dass es dann auch noch ein paar kürzere Folgen geben wird. Aber ich mache mir da jetzt überhaupt gar keinen Stress wegen. Dauert halt so lange es dauert. Der Pinsel hat gerade wieder eine Borste gelassen. Der Arme. Ja doch, aber man erkennt durch die Fadings schon die Abgrenzungen. Das geht schon alles klar, würde ich mal behaupten. Oh, das war zu viel Weiß an der Stelle. Uiuiui.
gerade noch mal gerettet gekriegt. So. Und ich freue mich auch schon auf den Winter, Leute, wo wir dann echt mal hingehen und anfangen, mal das Studio aufzubauen hier für den Onkel Seik. Das wird eine feine, feine Sache. Ach ja, jetzt so zum Ende der Folge hin. Schreibt mir mal bitte rein, habt ihr die Folge durchgeskippt oder war das soweit erträglich? Ist für mich auch wichtig für die Zukunft zu wissen, was jetzt so gerade auf Folgenlängen angeht und so weiter, wie ich es denn am besten für euch machen soll. Weil ich finde 20 Minuten, wie einige von euch, eigentlich auch ein bisschen zu kurz. Ist halt in der Produktion ganz gut. Dann habe ich mir überlegt, falls ich damit weitermachen sollte mit diese Let's Paint, dann würde ich auch hingehen und die Folgen weiterhin täglich machen, aber nicht jeden Tag Folgen raushauen. Also immer zwischen den Bildern wäre dann immer Pause. Ne, kann ich ja dann in die Kanalinfo auf den Channel schreiben. Jetzt Pause, ab dann und dann geht's weiter mit dem nächsten LP. So hab ich dann auch ein bisschen Zeit, brauche mich nicht immer voll wegstressen, um das Ganze hier gewuppt zu kriegen. Ich glaube, weil dreimal die Woche nur ein Video zu bringen, so glaube ich, ist nix. Weil ihr wollt ja das Bild weiter mitkriegen. So, jetzt brauchen wir wieder tatsächlich ein bisschen Schwarz dabei. Den Part hier mache ich auch zuerst, bevor ich das mache, was drüber liegt. Das ist natürlich noch viel zu viel jetzt gerade, ne? Das wird alles wieder weniger werden. Ihr kennt das Spiel, man tastet sich so ran. So, ich glaube, wir sind jetzt bei 8 Borsten auf dem Pinsel. Ärgert mich etwas. Ich muss echt mal gucken, dass ich da an die Lücke reinkomme. Farbe trocknet mir hier sowas von weg. So, jetzt aber. Ich beeile mich ja schon, damit die Folge nicht noch krass länger wird. So, da haben wir auch dieses leichte Graufading, von dem ich gesprochen habe. Hier, da wo ich drüber gekommen bin, cutten wir alles, kein Problem. Ich wechsle mal gerade wieder auf den dicken Pinsel, um den dünnen zu schonen. Und der ist sehr schwarzlastig gerade. Den muss ich mir also weiß malen. Und dann werde ich jetzt gleich auch mal eine kurze Folgenpause machen und werde in der Zwischenzeit mal gucken, dass ich hier für die Fruchtfliege das Badewasser nochmal ein bisschen erneuere und nochmal was zu trinken für mich an den Start bringe und ja.
Dann werden verschiedene Sachen erst in der nächsten Folge für euch ausgebessert, die noch ausgebessert werden müssen. Hier habe ich wieder zu viel Wasser auf dem Pinsel, das merkt man sehr schnell. So, aber trotzdem muss ich jetzt hier nutzen, dass wir hier noch quasi flüssig in flüssig schattieren können. So. Ach, was soll's, ich mache jetzt gerade nochmal, weil es mich nervt, nochmal schnell hier den Cut-Bereich hier fertig. Sonst nervt mich das gleich nur an, während ich die Folgenpause habe. Hier oben müssen wir auch nachher nochmal einen kleinen hellen reinmachen. Kommt aber alles noch. Leute, ich sag euch danke fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass die Folgen im Moment so endlos krass lange sind. Naja, ein paar freuen sich ja drüber. Zu denen sage ich bitteschön. Und wir sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge des Let's Paints. Ciao.